Leute, es geht los. Erstes Warm-up. Neue Venue. Die meisten sind schon da, jetzt machen wir gleich. Hello. Und look who's back! Looking back. Fabulous! Nach drei Tagen freuen sich alle schon wieder so sehr, dass wir uns sehen. Gutes Zeichen! Wir haben gerade unseren Soundcheck. Schaut mal, so sieht das im Moment aus. Jeder sagt ein paar Sätze, damit wir hören, ob das hier alles passt und klappt. Guckt bitte mal, wie riesig das ist hier. Alte Oberfrankfurt, 2500 Sitzplätze. Danke dir. Ist Jimmy schon da? Krass, wir freuen uns auf heute Abend. Are you like really afraid or just... No, I'm really afraid when I go up. Hört ihr das? Unser Hotel hat heute Feueralarmübung. Also wir dürfen im Zimmer bleiben, es ist nichts passiert, aber das geht jetzt eine ganze Weile so. Hör mal, ein schönes Geräusch. Das ging gerade los, als ich unter der Dusche stand und ich wusste, es gibt heute Feueralarm. Trotzdem habe ich einen Schreck bekommen. Also man kann es gut hören. Wenn wirklich mal was brennt, man kann sich sicher sein, man hört den Alarm. Jetzt mache ich mich fertig. Wir haben nämlich gleich Pressetermin für unsere heutige Premiere und dann heute Abend Premiere. Ach, ich freue mich so. Und wisst ihr, wen ich heute Abend auf der Premiere sehe? Mein Tantchen Charlie. Gabriele Metzger kommt. Ich freue mich dumm und dämlich. Gabsi, ich freue mich auf dich. Freunde, ich laufe gerade zu unserem Pressetermin für die heutige Premiere. Das Wetter ist schön. Ich laufe hier durch Frankfurt, was irgendwie hier wirkt wie New York. Wirklich, es könnte New York oder London sein, hier in dem Viertel, wo ich bin. Und ich merke gerade wieder, ich habe den tollsten Job der Welt. Wirklich, ich bin so happy und glücklich, dass ich das machen darf. Und das Lustige ist, hier in Frankfurt habe ich ja damals, als ich noch jung war und wusste, ich will Schauspieler werden, meine ersten kleinen Steps gemacht, ein, zwei Castings, hier hatte ich die ersten Modeljobs. Und das kommt jetzt gerade alles so wieder, dass ich merke, wow, hier habe ich damals geträumt, dass das irgendwann so werden soll und jetzt ist es so. Das macht mich sehr glücklich. Deswegen an alle jungen Menschen, die irgendwie große Träume haben und sagen, ach, wird das was? Es wird was. Glaubt an euch, träumt und dann kann es wahr werden. So, und jetzt freue ich mich auf den Pressetermin. Tschüss. Genug Emotionen und Gesülze für heute. Dan,
What did you just say? You're my favorite. Thank you so much. Means a lot. See you later. So, guckt euch mal an. Wir sind alle schlagartig sehr schick geworden, denn jetzt geht's zur Cast Presentation. Und wir freuen uns schon, oder? Ja, definitiv. Ja, und guck mal hinter uns. Alle sehen so schön aus. Du auch. Danke, ja, du besonders. Jetzt nicht gegen diese Tür rennen. Yes, I do. I love my kitty cat. Oh, I do. And all I want to do is to feed her lots of treats, and kiss her little feet. No more waiting for a friend. She. Guck bitte mal. Da ist sie, unsere Heldin, unsere Andrea, das schwer verletzte Wiesel. Und natürlich fragen wir uns alle, Andrea, wie geht's dir denn? Sag mal, Andrea, wie geht's dir? Sag doch mal. Ach, die kriegen eine Antwort. Freunde, wir haben heute ganz besonderen Besuch. Schaut mal, wer heute bei uns ist. Ah! Hey everybody, I'm so excited to check out the show. We got two little me's. We got the beautiful Whitney and we got the handsome Kevin Costner, right? He's my man. Enjoy the show. Thank you, man. Thank you. Thank you. Appreciate it. So you saw it in Cologne. Freunde, I'm walking home for Christmas, würde ich mal sagen. Ich laufe gerade zum Bahnhof, es geht zu meiner Family. Und anstatt schönem Schnee gibt es hier gerade schönen Regen. Unweihnachtlicher geht's kaum. Aber ich freue mich. Ich hoffe, ihr habt alle eine tolle Zeit. Und vielleicht schneit es bei euch. Ja, schneit es bei euch? Ich wünsche es euch. Dann schickt mir ein bisschen Schnee rüber. Da ist das eklig. Merry Christmas. I'm driving home for Christmas, yeah.
die Harte.